Moin, es geht endlich weiter mit FIFA und wir sind wieder dabei. Ja, eine Zeit lang habe ich jetzt nicht mehr gespielt, seit der letzten Aufnahmesession. Das ist jetzt eine gute Woche her. Heute geht es weiter mit dem Spiel gegen die 60, gegen 60. Und ja, unsere kleine Krise scheint überwunden zu sein. Es scheint wohl wieder zu funktionieren, es scheint wohl wieder ein bisschen zu laufen. Jetzt geht es wie gesagt zu Hause gegen Löwen, dann geht es auswärts nach Ingolstadt. So, Pressekonferenz Ich schnell. begrüße Sie zur Pressekonferenz. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. So. Klar, alles ist möglich, wie wir schon gesehen haben. Schaut, wie gesagt, natürlich, klar, es ist ein neues Spiel. Warum nicht? Genau, wir müssen erwarten. Wir nehmen das ganze Ding ein bisschen neutral. Könnt ihr nicht sagen, ey, wir sind natürlich die beste Mannschaft, wir wollen natürlich. Aber wir haben schon aus einigen Und Fehlern das war es gelernt. für diese Pressekonferenz. Ich danke Ihnen allen herzlich. Deswegen schauen. Na gut, gehen wir rein ins Match. Auf geht's. Spitzenspiel gegen die 60er. Das heißt, wir müssen ein bisschen rotieren. Mal wieder. Und das werden wir auch tun. Weil einige Spieler noch nicht zu 100% wieder dabei sind. Doch, Jan-Jolt kann spielen. Andresen wird mal ran müssen, dürfen, wie auch immer. Ja, gut. Das ist einfach jetzt ein bisschen Rotation. Ich hoffe, dass ich noch ein 16 Duell noch drin habe. Die wollte ich ja nicht ein. Gut. Und deswegen wird auch heute mal Seguinho von Beginn an spielen. In der Liga, vor kurzem gab es dieses Duell, die sind auch nicht zu 100% fit, ne? Kreuzko, das sind die meisten von uns. Dafür wird deren Innenverteidiger jetzt endlich mal dabei. Und da gewann Bayreuth gegen die Löwen mit 1 zu 0. Ja, durch das Tor von Ian George. Mal gucken, ob wir es diesmal genauso hinbekommen. Ja, seht richtig, Nils Petersen ist dabei. War die Aufgabe ja, einen älteren Spieler zu verpflichten. Deswegen habe ich ihn heute von Völlig Beginn klar, an. dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn der spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Gut. Hallo, liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und Hätte heute größer übertragen wir lösen. Ihnen ein Ligaspiel. Alle fiebern diesem Spiel entgegen. Auf dem Papier ist es nur ein Testspiel, aber es Es ist verspricht kein dennoch Testspiel. einiges, ist ja klar bei diesen Mannschaften. Diesmal darf unser Innenverteidiger Mogala diesmal aber spielen. Im Hinspiel fehlte er ja mit einer Rotsperre. Oder Gelb-Rot. Heute darf er ran. Hinspiel 3-0 für uns in München. Heute haben wir das Heimspiel. Es ist auch ein Derby, natürlich, klar. Es ist ein Spitzenspiel. Wir wollen natürlich gewinnen und zeigen, dass wir es können. So, während sich die Löwen noch mit den Schiedsrichtern abklatschen, gucken wir gleich mal kurz auf die Aufstellung. Und unsere Jungs, die schwören sich jetzt natürlich ein. Ich finde die Trikots cool, muss ich sagen. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Dankeschön.
So, hier kurz die Ausstellung. Die habe ich eigentlich auch schon zu Eingang gesehen, als wir ja die unsere Mannschaften ausgewählt haben. Ja, wir sehen keine Ausstellung, okay? Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Das ist, glaube ich, relativ neu eigentlich sogar. Warum auch immer, ich finde es schade, aber wir wissen es ja. Wir haben ja unsere Mannschaften gesehen, wir haben ja die andere Mannschaft gesehen, also zusätzlich. Und unten laufen sie auch nochmal durch. Ah, gut gemacht. Gut Schwarz. Kobylanski. Oh ja, Kobylanski. Es wurde in den vergangenen Tagen viel über ihn diskutiert. Der trifft heute auf seinen Ex-Club. Gewissenskonflikte? Möglicherweise. Wie siehst du das, Buschi? Ist da ein Problem? Nein, glaube ich nicht. Das musst du als Profi ausblenden, ausschalten. Oh, und Stürmer! Kein Hast Problem für den Kleinernährung. Da konnte er sogar stehen bleiben. Und der Ballverlust. Ulrich. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Zeigt gerade einer, dass er selber geht. Aber lang passt gut darauf. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. War kein genau, Foul mehr, richtig oder? So, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Dann geht sie. Es war eng. Ah, jetzt glaube ich, das war nicht das. War das auf das Vornehmen, ja. Der passt da vorne, der war abseits. Glück gehabt. Aber das könnte, hätte gefährlich werden können. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Naja, Wolf, hast du auch gesehen. In der Liga hat er immer getroffen. Und das erwarte ich heute auch von ihm. Diese Torgefahr, dieses Knipsen, dieses Bogenmachen. Nimm ihn doch selber. Das war der Plan an der Sache. Er hat ihn durchgelassen. Ballverlust jetzt. Hier passt für die Löwen, aber unser Ball. Zuletzt ist gab auch es auswärts einen Sieg und daran will man heute anknüpfen. Das war natürlich ein Spektakel mit reichlich Toren. Heute wird es, da muss ich so ein bisschen Luft rausnehmen, nicht so wild zugehen. Ich setze auf ein Unentschieden. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was Glück sie hat. Machen. Guter Einsatz, er hat den Ball. Ja, 60 ist jetzt giftiger heute. Ja, der Ball war nicht weg. Zumindest hat der Schiedsrichter so gesehen und es war auch gut richtig. Gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Ah. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt der Schuss. Ich hätte wohl gerade gesagt, 1 für 60, aber Horn hält das Ding. Ich lasse jetzt rauslaufen. Ball kommt kurz. Ja, gut er gemacht. Kann den Ballbesitz nicht halten. Und dann Dresen zweimal gut gelöst da jetzt. Wir haben die ein oder andere Schlagzeile zu ihm gesehen. Die Frage nach dem Karriereende, dem möglichen Karriereende, ja immer noch ungeklärt. Und das macht es ja auch dem Club nicht gerade leicht. Ne? Können wir 1-0. Damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Da haben sie uns einfach viel zu viel Platz gelassen. Und dann machen wir es. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Ja, keiner geht wirklich daran. Aus kurzer Distanz ist und das stark gemacht. Dann? Einfach mal draufhalten. Sie am Ende keine große Mühe. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Also, Bayreuth führt 1-0. Und der Weg nach oben geht weiter. Ich bin mir super durchgesetzt. Ah, schön ruhig. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten, aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz. Ja, weil sie einmal die 60er einmal nicht angegriffen haben. Rausgekommen ist diese Führung. Jetzt sehen Sie sich erstmal diesem Angriff hier gegenüber. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Den Fernschuss nimmt er sich. War aber wohl doch zu groß, die Entfernung. Pause. Pause
Die erste Spielhälfte ist beendet. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Aber jetzt legen wir erstmal eine kurze Pause ein. Ja, schon mal der erste Schritt ist gemacht. Die eine Chance, die wir hatten, genutzt. So kann es in der zweiten Halbzeit durchaus weitergehen. So, auf die anderen Ergebnisse gucke ich gar nicht. Ich will erstmal auf mein eigenes gucken. Durchgang 2 hat begonnen. Lass mal schauen, dass wir die zweite Halbzeit hier überstehen. Aber wieder so ein Lob noch nicht im Spiel, aber ist ja auch nicht tragisch. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Zenalo, die Torschütze. Nils Pedersen. Ah, das war zu. Da wäre Platz für den Konter. Ja, aus nein. Da verlieren das haben wir gut gemacht da einfach. Da mit viel Übersicht. Sterne. Kein Tor. Da lassen sie eine gute Chance. Den musst du machen. Sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene ärgert sie. Jo, hieß nur mal. Toni Kroos ist zum FC Liverpool gewechselt. Kroos nach Liverpool. Verlässt Real Madrid. Ein toller Transfer. Eigentlich nur ein realistischer Wechsel, weil er gerade vor kurzem gesagt hat, dass er nicht wechseln wird mehr. Marcel, da machen sie das Tor, aber es zählt nicht. Es zählt ja, ja. Nicht, die Fahne ist oben. Das wurde nämlich gerade angezeigt, weil es war abseits. Ist völlig klar, er kann nicht zählen. Dieser Treffer, denn es war knapp abseits. Geht. Ja, ja, abseits war. Okay. Das sah mir. Sie nehmen eine Real sah es deutlich aus. Nils Pedersen. Morgala. Ah, schönes so, Ding, Jan George. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jan George, Schiri. Da ist er zur Stelle. Und das war wichtig für die 60er, dass sie den da holen. Weil ich wollte gerade in die Mitte spielen. Lang. Weil dann wär's. Jetzt sind sie am Ball. Jawohl. Riesenchance. Klasse Volley. Geht der? Geht der? Und so ja. Schade, man kann es versuchen. Stellen. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Das muss das nur sein. Pedersen. Da macht er das Tor. Sie ziehen auf 2 Tore davon. 70. Minute. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Zenolo, Mann, das Tor des Spiels, würde ich sagen. Nähe das Tor, das ist letztlich. Ja, für mich ist er meine Spielzweige. Er hat eine Vorlage gemacht und hat sein Tor gemacht. Von daher top gemacht, auf jeden Fall. So, ich kann jetzt ein bisschen durchwechseln. Deswegen. So, ich werde jetzt 3 Wechsel ziehen. Dass einige Leute draußen geblieben sind, ist klar. Mal einfach aufgrund der Fitness. So. 2-0 steht hier. Sie machen einen Dreifachwechsel. Stören. Ja. Das ist ein Schiri, der hat schon gelb. Und der Schiedsrichter pfeift das auch. Gibt rot. Also wenn Sie das hier noch drehen wollen, dann muss jetzt schon einiges passieren. Die Voraussetzungen werden ah, ja, das ist definitiv immer rot. Schlechter Platzverweis. Ja, das können Sie überhaupt nicht gebrauchen. Bei diesem Spielstand, das ist bitter. Und das war nur noch Sie Frust. Aus. Da ist die Chance.
Goldberger, aber das ist die Entscheidung. Wieder schlagen sie zu. Drei Tore Führung also. Und viel dürfte da nicht mehr anbrennen. Nur zwei Minuten nach dem Platzverweis, das 3-0. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. Ja, der war nicht so halt mit Keeper. Würde ich sagen. Das war eigentlich locker gemacht, das Ding. So. So, jetzt wechsle ich halt durch. Die nächsten zwei Wechsel noch machen. Und dann haben wir es alle fünf durch. Für mich Man of the Match. Die werden so gemacht, hat vorbereitet. Ja, wie sieht ihr das? Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Unnötiger Ballverlust. Annemat. Ja, gut, was für ein Kreuz, der da gut aufpasst. Unser ehemaliger. Und Schwarz lässt sich da überhaupt nicht abkochen. Das ist und die Chance. Naja, 4-0. Das nächste Tor, das ist natürlich stark. Na gut, jetzt ist es eigentlich relativ einfach. 60, wie gesagt, zu 10. Da ist nicht mehr viel zu machen. Meier trifft auch nochmal wieder. Schauen wir nochmal auf die Entstehung dieses Tors. Erst der Steilpass. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Ja, 3-0, 4-0. So einfach nicht erwartet. Wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen. Passt. 8 Minuten jetzt noch. Da ist Platz auf dem Flügel. Neuenberger. Super gehalten. Ah, ich wollte gerade da hinten liegen. Aktion, also der muss doch sitzen. Janik Deichmann. Schön abgekocht da. Aufpassen. Sehr gut aufgepasst. Schatz. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Daniel Wein. Nee, Ballverlust. Nein, die Fans ja. Wollen den Schuss. Da passt der Klasse auf. Jetzt der Volley. Das Spiel ist zu Ende. Das war's. Und für die ganze Spiel für Spiel entscheidend. Und dann ist das klare 4 zu 0. Schöner als das andere. Und genauso kennen wir sie. Mehr Treffer hat keine Mannschaft erzielt und heute hat man wieder einmal gesehen, warum. Spielen sich viele, viele Chancen raus und machen die Dinge auch. Eiskalt, routiniert, souverän. Das ist großartig. Hätte ich aber nicht erwartet, dass wir das Ding so anschlussweise relativ einfach nach Hause fahren. Na gut, das war die rote Karte am Ende, ne? Mit den 3 Toren in 12 Minuten. Gegner kriegt rot und kriegt da noch 3. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Das muss das Tor sein. Da macht er das Tor. Sie ziehen auf 2 Tore davon. Aber passt auf jeden Fall. So, Interview nach dem Spiel. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Ja, definitiv. Mit dem engeren Spielergebnis hatte ich schon irgendwo gerechnet. Wenn du dann überlegst, wir haben ein bisschen rotiert sogar.
Man muss sagen, sie hatten durchaus ihre Chancen. Danke für das Gespräch. Sie hätten das Abseits machen müssen, was er abseits. Und dann ja, kam die rote Karte und dann sind wir relativ deutlich davon gezogen. Gut, nächstes Spiel ist dann gegen Ingolstadt. Das sehen wir uns morgen an.